Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu Technik zu Koordinaten Spawn öffnen. Lesen. Hallo The Joecraft andere. Und erstmal herzlich willkommen zur Folge 150 eurer Einsendung. Eingesendet von Arte wurde hochmoderne Sicherheitsbase. Diese hochmoderne Sicherheitsbase, dies ist eine hochmoderne Sicherheitsbase, lies mal richtig. Ich habe Stunden daran gearbeitet und das ist draus geworden. Die selbst sollte selbsterklärend sein. Informationen finden sich in dem Buch. Es gibt eine Regel, gebt die Welt nicht als eure aus. Ich habe mehrere Stunden daran gearbeitet. Die hochmoderne Sicherheitsbase ist relativ selbsterklärend. Du kannst am Ende die Kernschmelze und TNT, bla, okay, zu. Alles klar. Joa. Du musst jetzt nicht die ganze Zeit meinen Chat voll spammen. Was? Okay. Na, raus. Fort. So, es ist dunkel. Das ist eine Feststellung. Okay, ich sehe noch keine Redstone Base. Koordinaten zum Spawn. Technik zu Koordinaten. Okay. Aber wo ist denn die Base? Ist sie unterirdisch? Okay, hab nichts gesagt. Das gefällt mir. Okay. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch gar nichts. Du kannst die Lichter unten in der Kommandozentrale anschalten. Zuerst muss aber der Reaktor unten starten. Bitte schalte die Sounds etwas lauter. Hab ich. Ich sehe gar nichts. Was? Okay, gut. Ist das Russisch? Keine Ahnung. Sieht mir nach dem Eingang aus. Boah, ich erkenne nichts. Es ist dunkel. Ah, ich brauche eine Fackel. Ah, besser. Jetzt gucken wir mal erstmal, wo dieser Reaktor ist. Erstmal Strom. Ohne Strom läuft nichts. Du darfst auch TNT und Feuertests machen mit der Base. Okay. Du kannst eine die Kernschmelze aktivieren. 9.06.2020 Reaktor starten. Perfekt. Oha. Jetzt wird's hell. Zentral entriegeln. Von hier aus kann man alles starten. Okay, ist das komplett mit Redstone gelöst. Oh, wie cool. Boah, ist das cool gemacht. Okay. Ich sag mal nichts dazu. Das ist Bewegungsmelder resetten. Bewegungsmelder pausieren. Eingangstür offen halten. Evakuierung durchführen. Okay. Und ich belegte Knöpfe, Reaktor läuft. Reaktors. Kernschmelze aktiviert. Ja, man kennt ihn. Dieser Knopf, man kennt ihn aus jedem Atomkraftwerk. Die Mitarbeiter haben eine Aufgabe, und zwar nicht diesen Knopf zu betätigen. Aber leider ist es schon einige Mal vorgekommen, dass aus Versehen ein Mitarbeiter beim Staubwischen. Ne? Genau. Kennt man. Kommandos, ne? TNT-Sicherung. Was haben wir hier? Aha, und die Schmelzsäcke musst du. Ja, alles gut. Gucken wir uns gleich an. Am Ende soll die Base in die Luft fliegen. Ich sehe es schon. Der Reaktor ist aber sehr laut. Ich kann nicht schlafen. Das war gerade Ear-Rape. Entschuldigung. Okay. Sehr laut, der Reaktor. Tür öffnen. Tür schließen. Okay. Tür öffnen. Okay. Der Reaktor ist wirklich laut. Er macht Nerven. Ah. Er ist leiser geworden. Oh, er wird leiser, je weiter man weggeht. Das gefällt mir. Warum? Okay, ich würde da nicht schlafen wollen in der Nähe. Musik, wiederholen. Okay, und dann wird's wiederholt. Süß. Normales Zimmer. Das war's schon. Ja, das war's tatsächlich. Aber das Ding kann ja. Das Ding kann ja weitaus mehr als das, denn die ganze Basis hat eine Erkennung, wenn irgendwas schief geht. Und sie hat diese lustige Sache.
Immerhin, Leute, man geht hier mit Stil unter. Ich find den Ton richtig cool. Leute, wisst ihr was? Ich gehöre zu den Leuten, die eine Kernschmelze in diesem Reaktor nur deshalb auslösen, weil der Alarmton so cool ist. Alter, das hat Groove! Eskalation! Ups! Hab kaputt gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.